Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Future Fight. Und es heißt wieder Caravengers Assemble. Ihr seht hier, ich bin gerade mal in einem Werbebildschirm, den ich normalerweise nicht zeige, aber der hier ist was ganz Besonderes, denn es geht hier darum, dass man sich registrieren kann für das 6-jährige Jubiläum. Und wenn man das macht, kriegt man eben im angegebenen Zeitraum jeden Tag besondere Belohnungen. Also einfach draufklicken, E-Mail-Adresse angeben, die E-Mail-Adresse, mit der man eben mit seinem Account verknüpft ist. Und dann kriegt man eben in seinen Account jeden Tag besondere Belohnungen, zum Beispiel Bonuskristalle, extra Tickets, Rank-Up-Tickets und so weiter, ne, solche Dinge eben. Und das habe ich halt eben getan. So, was ich in dieser Episode gerne mit euch machen möchte, ist vor allem weitermachen in den epischen Quests. Ihr wisst ja etwas, was ich normalerweise in Livestreams nicht machen kann. Und da ich momentan nicht livestreamen kann, weil ich eben zeitlich ein bisschen zu tun habe, möchte ich eben gerne hier mit den epischen Quests ein bisschen weitermachen. Und ihr wisst ja, für Dr. Strange müssen wir die gute Claire auf 5 Sterne bringen. Das machen wir jetzt sofort. Deswegen gehe ich jetzt mal hier in das Team und dann scrollen wir ganz kurz durch zur guten Claire, denn ich habe noch bei weitem noch nicht genug Biometriken, um sie auf 5 Sterne zu bringen, aber ich habe Tickets und die werde ich jetzt hier benutzen. Ich schrecke nicht davor zurück, Tickets zu benutzen, Freunde. Also erst einmal ein Stufe 3 Ticket hier für sie. Die Sache ist die, normalerweise hätte ich mir die noch ein bisschen aufgehoben und Claire gefarmt, aber weil ja das 6-jährige Jubiläum ansteht, ist es so, dass wir sowieso noch, ihr seht, ich habe auch von den 4 und von den 6 Sternen Tickets habe ich auch jeweils 4 oder 5 Stück. Nur die 3- und 5-Sterne-Tickets waren selten für mich. Da habe ich jeweils nur 1 gehabt, glaube ich. Aber es geht im Prinzip darum, dass wir sowieso mehr als genug Tickets haben bzw. bekommen werden. So, das ist 5-Sterne-Ticket, sehr gut, dann ist es auch abgeschlossen. Also muss ich mir da jetzt keine Sorgen machen, ne? Das heißt, ich kann Dr. Strange jetzt schnellstmöglich abschließen. Wir meistern erstmal hier auf 5 Sterne. So, sehr gut. Ihr seht da, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sterne hat er schon. Wir müssen nur noch mal meistern am Ende und den letzten Level holen und so. Claire auf 5 Sterne beherrschen sollte kein Problem sein. Auch dafür hätte ich Tickets, aber das machen wir. Ihr seht, ich habe mehr als genug Nornsteine. Also mache ich das jetzt mal direkt hier. Wunderbar, dann ist das auch erledigt. Und gehen wir zur epischen Quest zurück. Holen hier unsere Belohnung, Dr. Strange auf Stufe 60. Wir haben endlich genug Kraft, um die Risse zu schließen und die Dämonen aufzuhalten. Beeilung, verschließen wir den Riss. Wenn die Konvergenz weiter anhält, können wir sie nicht mehr rückgängig machen. Immer bist du es, Strange. Caecilius, hör auf damit. Immer so zuversichtlich, Strange. Es gibt keine Ancient One mehr, die dich beschützt. Du denkst, du kannst mich aufhalten? Ich bin der oberste Zauberer. Ich muss diejenigen, die von Magie bedroht werden, mit allen Mitteln beschützen. Dann halte mich doch auf. Halte die Dunkelheit auf. Haha. hier, Macht der Dunkelheit Nummer 6 abschließen. Machen wir auch gleich. Ich gehe mal ganz kurz in die Herausforderungen, denn wir haben Dr. Strange auf Stufe 60. Dafür gibt es 40 Kristalle. Die nehmen wir gerne mit. Und Claire werde ich natürlich auch noch aufleveln. Wo war das nochmal? Macht der Finsternis hier, glaube ich. Die letzte Stufe. Also, kann ich die gerade einmal abschließen hier? Verwende einmal. So. Geht das abgeschlossen dann? Ihr seht, ich level ja meine Charaktere noch ein bisschen so nebenbei. Perfekt. Damit ist es total, total unepisch auch abgeschlossen. Wir haben Caecilius besiegt. Das ist Ende, Caecilius. Gib auf. Und es könnte für dich einen besseren Weg geben. Nein, ich kann endlich diesem Schmerz entkommen. Aber die Dunkelheit wird nie verschwinden. Sie wird weiter wachsen. Für immer. Caecilius, Steven, der Riss wird größer. Zurück, Götter der Vishanti, leiten mir eure Stärke. Entfacht das unendliche Licht und vertreibt die Dunkelheit. Steven, du hast es geschafft. Der Riss wird kleiner. Steven? Steven! Oh nein, was ist mit Steven Strange passiert? Alle Geschichten abgeschlossen. Holen wir Dr. Strange auf. 6 Sterne gemeistert. Awesome. So, Steven, alles in Ordnung. Wo bin ich? Wir sind im Sanctum Sanctorum. Wir können dich rausholen. Aber die Konvergenz, habe ich es geschafft? Ja, hast du. Die Konvergenz ist beendet. Die Dämonen sind wieder an ihrem Reich. Gut, die Ancient One wäre stolz. Glaubst du, das war das letzte Mal, dass wir etwas von der dunklen Dimension gesehen haben? Ich bin mir nicht sicher. Solange es das Licht gibt, wird die Dunkelheit niemals weichen. Ich weiß, was... Blablabla. Richtig, ich werde niemals aufgeben. Bis zum letzten Atemzug werde ich diese Welt verteidigen. Ich bin der oberste Zauberer. Haha. Sehr gut, Freunde. Damit haben wir es geschafft. Wir haben, ihr seht es hier... wo sind wir denn hier? So, da.
Oberster Zauberer 100% abgeschlossen, Aufstieg der X-Men 100% abgeschlossen. Wahrscheinlich werde ich hier noch ein bisschen farmen, um noch ein bisschen was zu bekommen. Eigentlich interessiert mich nur das hier, Dragonfang, damit wir die 100 schwarze Antimaterie kriegen. Alles andere hier interessiert mich nicht so wirklich. Die Box kann mir gestohlen bleiben, auch 25 Klärsplitter können mir gestohlen bleiben, also wirklich nur das Ding hier ist interessant für mich. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen farmen. Das mache ich wahrscheinlich so offscreen dann weiter, genauso wie hier, ne, Aufstieg der X-Men. Hier interessieren mich die 200 Kristalle. So, 200 Phönixfedern, guck mal. Ja, sehr schön, haben wir das auch vollständig, super. Das war alles, was mich wirklich interessiert hat hier. Die 50 XG-Selektoren interessiert mich auch. Ich bin gerade aufgestanden, Freunde. Oh, wir haben ein 6-Sterne-Mega-Rang-Aufstieg-Ticket. Haben wir auch schon. Sehr schön. Guck mal, hat sich das ganze Farm ja gelohnt. Das waren die Dinger, die ich haben wollte, ne? Belohnung erhalten. Also, im Prinzip interessiert mich nur noch das hier. 200 M-Kran-Kristalle hier, ne? Da muss ich Macht des Zitorak muss ich noch ein bisschen machen, aber naja, komm hier, das kann mir auch ein bisschen gestohlen bleiben irgendwie. Das heißt, als nächstes werden wir in den anderen weitermachen. Ihr seht ja hier, muss ich noch ein bisschen, wo war das nochmal, Treibstoff erforschen, das da. Ich brauche, davon habe ich genug Dimensionsstaub. Ich brauche noch 5 von den Teilen hier, diese Aufzeichnung des Titanen, Stoß ist es hier und das dauert so lange, bis es droppt. Das ist so eine Frechheit. Aber gut, naja, man muss halt einfach immer wieder diesen, das ist der Supergiant, glaube ich, der das droppt. Wo ist er denn hier bei den Herausforderungen? Weltboss, er hier, er droppt es. Black Dwarf, sorry, Supergiant war das hier, ne? Genau, Supergiant. Irgendwie ist sie ein Dwarf für mich und der ist für mich ein Giant, aber gut. Black Dwarf ist derjenige, der droppt die Dinger. Und ja, den muss ich halt noch ein bisschen machen. Aber das mache ich dann halt eben in Ruhe. So, epische Quests, ja. Ich würde gerne hiermit noch ein bisschen weitermachen mit dem guten Deadpool in den nächsten Episoden wahrscheinlich. Und die erste Familie werde ich auch noch ein bisschen weitermachen. Wir können aber ganz kurz hier losgehen und hier noch ein bisschen farmen. So, sehr gut. Machen wir das nochmal hier schnell 10-mal. Dann kommen wir da auch langsam ein Stückchen voran, wie ihr seht. Da können wir da auch weitermachen. Ich mache diese beiden epischen Quests übrigens eher halbherzig. Nicht, dass ich sie weniger genieße, sondern die haben für mich nicht Priorität. Also wenn ich bei X-Force und bei Erste Familie, wenn ich da Story spielen muss, wie ihr seht, ja, und hier ein bisschen, ja, ein bisschen Story spielen, ein bisschen farmen und so, ist das okay. Wenn ich aber Ressourcen, wichtige Ressourcen verwenden muss für Erste Familie und X-Force, werde ich das erst einmal nicht tun, sondern die wichtigsten Ressourcen gehen erst mal für das Gebot der Galaxie auf. Finstere Herrschaft werden wir auch bald starten. Da spiele ich halt so weit wie ich kann. Das machen wir aber gemeinsam im Livestream, sobald ich wieder Livestream kann, ja? In der Zwischenzeit machen wir alles andere. Und für Doctor Strange werden wir uns ein Kostüm holen. Ich werde es mir wahrscheinlich nur nicht sofort holen, oder? Soll ich mir es sofort holen? Lasst mir gerne mal in den Kommentaren wissen, ob es sich lohnt, das jetzt schon zu holen. Oder ob ich Doctor Strange erstmal so lassen sollte. Das Kostüm, das ich mir gerne holen möchte, ist... ich kann es nicht sofort holen. Das ist noch nicht im Angebot. Ist das hier natürlich, ne? Das Kostüm will ich mir holen, das Raumkostüm von ihm. Ich mag Doctor Strange, ich mag die Comicreihe von ihm, ich mag das Kostüm von ihm und deswegen würde ich mir das gerne, gerne zulegen. Ja, irgendwann einmal. Wahrscheinlich sollte ich mir erst ein anderes Kostüm holen, ich zeige euch auch welches. Und zwar seht ihr ja hier, dass ich noch ein paar Selektoren habe. Also seht ihr gleich. Und zwar hier, ne? Ich nehme die ganzen Belohnungen an. So, sehr gut. Ich kann die Phönixfeder nicht annehmen, weil meine Charaktere noch gemaxt sind. Noch hier, ne? Da habe ich das noch ein bisschen Luft. Ich würde aber gerne... Kann ich das bei ihm gerade machen? Unterstützungsshop, potenziell Aufstieg. So, wir hauen mal ein bisschen Daredevil da rein. Wir verstärken jetzt ein bisschen Daredevil. So, gehen wir zum Unterstützungsshop und holen die ebenfalls noch ein bisschen Daredevil. So, sehr gut. Und machen wir hier ganz kurz einmal maxen, bitte. Sehr schön. Denn ich will ungerne andere Biometriken benutzen als die für den entsprechenden Charakter. Zumal die für Daredevil ja relativ leicht zu bekommen sind. So, perfekt. Potenzial steigern. Und dann würde ich sagen, ach so, das geht ja hier mit. Antimaterie, ich nehme mal diese Teile hier. Ich hoffe mal, das ist okay, oder? Nehme ich Antimaterie nicht. Die hier vielleicht. Machen wir mal die. Komm, wir nehmen einfach mal die hier, was soll's. So, da haben wir Daredevil auch schon mal gestärkt. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht so unbedingt machen. Ich wollte eigentlich Phönixfedern benutzen. Wo kann ich Phönixfedern benutzen? War das hier? Aufstieg? Braucht der vielleicht Phönixfedern?
Hauen wir mal ganz kurz Magnetus rein hier. So. Perfekt. Potenzial steigern. Phönixfedern, ne? Hier. Da, das ist es. Phönixfedern. Ich habe nicht mehr genug Kohle. Komm, Kohle kann man sich ganz leicht besorgen. Und dafür, ihr seht, ne, so mache ich das halt offscreen. Das Ding wollte ich ausgeben. Premium Selector. Ihr seht, ich habe ja nur noch einen Tag Zeit. Und ich habe mich mal mit euch unterhalten in Discord. Eigentlich hätte ich ja gern Spider-Woman. Sie muss aber noch ein bisschen warten, weil einer der besten T2-Charaktere, Premium Selectoren, die man auswählen kann, ist tatsächlich... Also, Nick Fury kann man farmen. Der wäre gut, den muss man haben unbedingt, ja. Den kann man aber farmen. Victorious mit einem Selector zu holen wäre praktisch, weil ich dann mit der Fantastic Four Queststelle rankommen würde. Allerdings kann man sie auch dann entsprechend farmen, beziehungsweise, keine Ahnung, ich gebe irgendwann einen anderen Selector aus. Sentinel wäre auch keine schlechte Wahl. Mit seinem Kostüm wäre der sicher ganz gut. Luna Snow ist auch ein sehr guter Charakter, aber auch sie kann man notfalls anderweitig bekommen. Aber es gibt hier einen Charakter, den kann man eben nicht anderweitig bekommen. Den kann man nur hier kriegen mit einem Premium Selector. Und der ist mit seinem Kostüm sogar sehr, sehr stark. Deswegen hole ich mir jetzt schon mal den Charakter ab und später dann auch noch das Kostüm. Und zwar ihn hier, den guten Namor. Namor werden wir jetzt hier freischalten. Den kann man nämlich nur mit monatlichen X-Genen bekommen und anders gar nicht. Aber er ist tatsächlich ein sehr starker Charakter, wenn er sein Kostüm hat. Und das werden wir uns auch bald holen. Also schalten wir jetzt gemeinsam frei Namor mit einem Premium-Selector. Haha, den haben wir als Welcome-Back-Belohnung bekommen, weil wir wieder zurück sind. Und genau, dementsprechend haben wir ihn jetzt hier freigeschaltet. Namor McKenzie, 1,87 groß, 126 Kilo. Der Mutant Namor, der halbmenschliche und halbatlantische Submariner, hat sowohl mit als auch gegen die Menschheit gekämpft. Zwar hat er an der Oberfläche sowohl den Helden als auch den Schurken gegeben, doch seine oberste Priorität ist, sein Königreich Atlantis und die Bürger dort zu beschützen. Interessant. So, wir teilen das mal ganz kurz hier in unserer Allianz. Sehr schön. Okay, wir gehen zur Herausforderung und kassieren natürlich sofort mal hier die Splitter für den guten Namor. Und was Namor so besonders macht, ist vor allem, wir gehen mal ganz kurz hier noch Kohle, können wir auch noch holen für ihn. Sehr gut. Ihr seht, ich habe Mittel an Geld zu kommen. Habe ich noch was bei Quest hier? Da ebenfalls, ne, weil wir eben Helden und Schurken und so weiter bekommen haben und so. Namor, zu ihm möchte ich gerne jetzt mal hin. Wo ist er denn? Der muss doch hier irgendwo sein, der gute Namor. So, wir scrollen mal ganz kurz durch und suchen ihn mal ganz schnell. Da ist er ja, der ist hier, der ist neu. Was Namor ausmacht ist, kann ich das hier irgendwo sehen? Details? Er ist ein Mutant und er ist ein Superheld. Hier, ne? Mutant, Superheld. Also, ein Mutant ist schon mal ziemlich cool, dass er als Mutant gilt. Er ist Kampf. Ja, ich kann Kampfhelden gut gebrauchen. Er ist ein starker Held. Und wenn ich auf sein Kostüm gehe, dann seht ihr, hat er das Phoenix 5 Kostüm. Und das Phoenix 5 Kostüm ist nicht nur mega, mega awesome cool, sondern er gilt als Phoenix 5 natürlich auch als Bösewicht. Ja, so wie Cyclops. Und sobald das wieder im Angebot ist, werden wir zuschlagen. Ich denke mal, wenn der 6-jährige Jubiläumsevent da ist, wird das wieder im Angebot sein. Wie auch immer, da werden wir zuschlagen und uns dieses Kostüm hier kaufen. Dass ihr da schon mal Bescheid wisst, ja? Also haben wir das Ding abgeschlossen. So, als nächstes habe ich noch ein weiteres Ticket hier. Ein Ebene 2 Selector. Ich habe noch 8 Tage Zeit, bevor ich den benutze. Den werde ich höchstwahrscheinlich für Cersei benutzen, weil mir der gute Kara Maximoff ein Video gezeigt hat von Cynic Alex. Cynic Alex ist ein englischer YouTuber, der bekannteste YouTuber für Marvel Future Fight. Und der hat gezeigt, wie man mit Cersei und beispielsweise Phil Coulson oder Nick Fury als Anführer Weltbosse, also speziell mit Nick Fury als Anführer, Weltbosse bis Stufe 75 Ultimates one-shotten kann. Also wirklich mit einem Angriff vernichten kann. Und das ist wirklich der Hammer. Sie ist wahrscheinlich einer der besten, wenn nicht sogar der beste Free-to-Play-Charakter aktuell. Und alles, was ich für sie brauche, ist ein Ticket. Mehr brauche ich für sie nicht. Und das ist halt richtig gut, ja. Deswegen werde ich sie auch holen, höchstwahrscheinlich in 8 Tagen. Ich warte noch die 8 Tage ab. Noch circa eine Woche, wenn dann nicht ein neuer Überraschungscharakter irgendwie kommt, was ich nicht glaube, dann werden wir höchstwahrscheinlich Cersei freischalten damit, ja. So viel also erst einmal dazu. So, dann, was ich auch noch gerne machen wollte, ich habe ja gesagt, ein bisschen epische Quest. Wir haben Doctor Strange abgeschlossen, wir machen ganz kurz bei der X-Force weiter, denn ihr seht, hier sollen wir ja psionischer Rauswurf dreimal abschließen. Psionischer Rauswurf ist das Ding hier. Also schließen wir es dreimal ab und ich nehme mal ganz kurz dieses Team hier, weil es ein bisschen schneller geht damit und dann starten wir. So, ich kann auch keinen Schwierigkeitsgrad wählen, ne? Das ist halt einfach dieser Schwierigkeitsgrad, also los geht's.
Da kann man dann noch ein bisschen mehr farmen. Ich mache das eh kaum offscreen. Also dieses Farmen hier, das kostet Energie, aber ich habe nicht wirklich was davon. Ich habe ja, ihr seht ja, den guten Kolossus eh schon gemaxt. Und ansonsten sein Kostüm auftunen. Vielleicht mache ich das auch noch mal irgendwann. Dass wir sein Kostüm auch noch ein bisschen auftunen und ich dafür eben Biometriken brauche, weil ihr wisst ja, X-Gene, ne, sind schwieriger zu bekommen als X-Biometriken, als die Biometriken von normalen Charakteren. Und von den anderen Charakteren, die eben keine X-Men sind. Deswegen sollte ich wahrscheinlich das hier jeden Tag ein bisschen durchlaufen lassen, aber wahrscheinlich werde ich irgendwann mal X-Selektoren benutzen, um für ihn irgendwie sein Kostüm zu... ich weiß noch nicht so genau. X-Selektoren sind ein bisschen zu wertvoll, ne? Ich habe auch noch eine andere Sache im Petto, die zeige ich euch später. Betsy, Jean-Philippe, Psylocke, Colossus, Deadpool, hä? Sorry, wollt ihr gerade durchzählen? Können wir von vorne anfangen? Ich bin sehr froh, dich hier zu sehen, Kameradin. Bei Phantomax hatte es sich so angehört, als ob dein Feind auf uns wartet. Als ob ein Feind auf uns wartet. Keine weitere X-Men. Jeder, der diesem Schuft traut, ist auf der falschen Seite dieses Kampfes. Du tust mir weh, Mademoiselle. Lass den Blödsinn. Du sprichst nicht mal Französisch. Was? Ich fühle mich betrogen. Und da enden seine Lügen nicht. Man kann ihm Deathseeds nicht anvertrauen. Mir auch nicht. Ich meine ja nur. Nein, du hast recht, Deadpool. Und dieses Mal bist du irgendwie das Geringere von zwei Übeln. Danke. Du wählst deine Verbündeten echt schlecht aus, Colossus. Komm, hilf mir dabei, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Diese Männer sind nicht perfekt, aber ich habe ihnen mein Wort gegeben. Ich muss das durchziehen. Wenn ich dich ausschalten muss, um sie aufzuhalten, dann soll es so sein. Es tut mir leid, alter Freund. Also, das war jetzt echt unangenehm. Oder wird unangenehm, wie auch immer. Psylocke! So, Psylocke ist, ja, ziemlich schnell down. Okay. Colossus gibt es, glaube ich, hier als Shifter, oder? Anders kann ich, glaube ich, an seine Biometriken gar nicht kommen. Das heißt, ich muss den Automodus immer durchlaufen lassen. Das ist ziemlich langweilig. Zumal ich noch andere Dinge zu farben habe aktuell. Aber irgendwann einmal werde ich sein Kostüm ebenfalls upgraden. Ja, Kostüm upgraden ist wichtig übrigens für unsere gute Rogue. Und was das bedeutet, zeige ich euch gleich. Da bin ich nämlich auch schon ein bisschen weitergekommen. Jedenfalls gehen wir erstmal auf Abschließen. Machen nochmal zwei Stück hier so. Dimensionsshifter, ne, ist er hier. Also, das bedeutet, ja. So, damit ist es abgeschlossen. Wir holen mal ganz kurz die Belohnung hier. Können wir da weitermachen? Jawohl! So muss es nicht laufen, Psylocke. Wir sind Freunde. Hör mal zu, du großer Metallklops. Wir sind hier auf derselben Seite. Glaubst du mir nicht? Dann lies einfach meine Gedanken. Du wirst sehen, dass ich einmal das Richtige mache. Na schön, aber wenn das irgendeine Art Trick ist. Da, ich kann sehen, dass du deine Absichten für die Deathseeds nur... Absicht für die Deathseeds nobel genug sind. Aber wenn du jemals wieder so einen Gedanken über mich haben solltest, wie den ich gerade gelesen habe, dann werde ich dich sofort einer Lobotomie unterziehen. Versprochen. Oh, wenn du weiter einen auf hart machst, dann hast du vielleicht keine andere Wahl. Auch wenn du mich anwiderst, ich werde euch bei eurer Suche helfen. Sehr schön. Endlich wieder vereint, Marcherie. Magnifique. Jemand muss darauf achten, dass Phantomax uns nicht alle hintergeht und Deathseeds für sich behält. Touché. So, super. Verbessere den Rang von Phantomax auf 5 Sterne. Wo ist der aktuell? Der ist aktuell bei 4 Sterne. Ihr seht, Rangaufstieg. Ich habe jetzt zwar ein Mega 6 Sterne Ticket, das werde ich natürlich nicht für ihn benutzen. Und mir fehlt ein 5 Sterne Ticket. Ich kann aber Phantomax ganz gut farmen. Nämlich hier, das geht relativ easy peasy. Also seht ihr, beim nächsten Mal werde ich auch ihn auf 5 Sterne haben. Da kann ich da weitermachen. Denn jetzt reicht es leider nicht komplett, um ihn dorthin zu bringen, wo er hin muss. So, jedenfalls würde ich gern noch ein bisschen rogen. Und rogen, oh, das habe ich, das ist die Kiste hier. Guck mal, die haben wir auch schon. Sehr gut, gucken wir uns gleich mal an, was da drin ist. Posteingang, Freunde, ich bin übrigens gerade dabei, hier alles anzunehmen. Ihr dürft mich gerne anfragen, ich nehme eure Freundschaftsfragen gerne an, aber so lange nehme ich hier Randoms an, damit ich schneller Freundschaftspunkte bekomme, um öfter Energie kaufen zu können. So, dann Rogue hier, Kostüm. Ihr seht, hier Upgrade ist verfügbar. Deswegen gehen wir in die Kostümliste und werden jetzt hier unser Kostüm endgültig upgraden auf Sagenhaft. Also, dafür habe ich extra Splitter gefarmt. Los geht's, Rogue Sagenhaft. Yup. Damit haben wir auch das letzte Ding hier. Alle Angriffe plus 248 ist, glaube ich, ganz okay für den Anfang, schätze ich mal. Ich lasse es erst einmal drin. Und dann gehen wir auf Herausforderungen. Und ihr seht, auch dafür kriegen wir, wow, super, wir haben ein Kostüm geupgradet. So, also die Belohnung war eigentlich ein bisschen lame. Ich bin froh, dass wir das Kostüm gemaxt haben von Rogue. Und es sieht momentan so aus, ihr seht hier, maximaler Rang. Ja, wenn ich jetzt hier auf Info gehe und ich klicke da mal ganz kurz hier drauf, dann sehen wir das da. Alles ist gut soweit. Nur
ich muss ihren Rang natürlich, ich muss sie auch auf Ebene 3 bringen, also ihr Rang auf 70 bringen und so, ne, wisst ihr? Und Uru muss ich noch anlegen. Mit Uru kenne ich mich doch gar nicht aus. Und natürlich die Ausrüstung auch entsprechend erhöhen. Kann ich das gerade hier vielleicht irgendwie so, normales Upgrade? Nee, ich kann gar nicht upgraden, weil sie muss erst, ne, die nächste Stufe erreichen. Dann geht das. Ja, ich werde mir jetzt noch Gold besorgen, offscreen. Dann werde ich ein bisschen Gold ausgeben, um, also Phönixfeder ausgeben, um dann eben diese Phönixfeder-Belohnung hier einzukassieren. Oh, guck mal hier, Geheimtickets. Also das hier, ne? Das meine ich. Habe ich schon 6 Tage Zeit für. Und das Ticket hier benutzen wir dann eben ein anderes Mal für die gute Cersei. So, ich glaube, ansonsten war das alles, was ich tun wollte. Das war das Wichtigste, was ich zeigen wollte. Also praktisch Rogues Kostüm, das ich endlich fertig machen wollte. Ein bisschen epische Quests weiterspielen. Dr. Strange Maxen, der jetzt auch, auf den jetzt endlich mal wieder Verlass ist, ja. Der jetzt endlich mal einigermaßen Held ist. Vor allem, sobald wir dann eben mehr Kristalle haben und dieses Kostümangebot ist, kaufen wir das ja auch noch. Und dann ist er endlich wieder wirklich brauchbar. Und das Kostüm für ihn sowieso auch, den guten Namor, den wir jetzt hier freigeschaltet haben. Eben, wenn mir so die Zeit davon läuft, ne, mache ich mal ein kurzes Video und bringe euch auf den neuesten Stand, damit wir dann eben mit den Livestreams weitermachen können, als hätte ich nie aufgehört mit den Livestreams zwischendurch, ne? Also Freunde, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Episode oder vielleicht sogar endlich mal wieder den nächsten Livestream von Marvel Future Fight. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Caravengers Assemble!